Hallo und herzlich willkommen hier auf YouTube. Heute wieder eine kleine Tour. Dieses Mal geht es zuerst nach Singen und von dort aus müssen wir mal schauen, wo wir dann noch hinfahren. Und neben mir steht jetzt mein Freund Klaus mit seiner was ist das nochmal? Yamaha Tri-City 300. Yamaha Tri-City 300, das ist ja schon fast ein Zungenbrecher. Wir fahren jetzt erstmal nach Singen. Bis gleich. Tschüss. Wir sind jetzt am Hegaublick angekommen und im Hintergrund sehen wir eine ganze Menge Motorräder und wir laufen da jetzt einfach mal durch. So, Klaus, wir befinden uns jetzt vor deiner Tri-City. Sag mal ein bisschen was dazu. Was war denn der Grund, warum du dir speziell jetzt die gekauft hast? Denn es gibt ja auf dem Markt mittlerweile einige andere dreirädrige Roller, wo man mit dem Autoführerschein fahren kann. Was hat dich dazu bewegt, diese hier zu kaufen? Ja, zum einen mein Budget. Ist die günstiger? Als eine MP3 zum Beispiel? Also sie hatte für den Preis eine gute Ausstattung zu dem Akrapovic-Auspuff, was mich auch noch ein bisschen angereizt hat. Und das war ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und im Gegensatz zu einer MP3 550 oder Kymco CV3, die 550 Kubik hat und 51 bzw. 41 PS, die 13.000 995 Euro kosten, ist das die beste Alternative und ich bin mit ihr sehr zufrieden. Und von hier aus, vom Hegerblick, geht das jetzt alles steil bergab. Immer diese scheiß Rollerfahrer hier. Ja, ich will ja ein Foto machen. Nee.